wie sie mit einer Freundin von sich telefoniert hat. Wahnsinn. Und ich dachte, der Spaß wird kein Ende nehmen. Jetzt wiederum machen wir uns mal auf den Weg zu Eskel. Einen weiteren Hexer, welchen wir bisher noch überhaupt nicht getroffen haben. Das heißt, das könnte relativ interessant werden, wie ich finde. Ich meine, auch wenn er eine mürrische Haufen Scheiße ist. Ich persönlich mag den guten Lambert. Und ich habe das Gefühl, Eskel könnte vielleicht auch eine interessante Person sein. Ich meine, immerhin ist er auch ein Hexer. Viele werden wir davon, ehrlich gesagt, nicht treffen im Spiel. Also sollten wir aus denen, die wir treffen, das Beste machen. Hey, Eskel! Zeig mir mal deinen Gabelschwanz. Ich meine, dafür sind wir unterwegs. Das sagt man so unter Hexern. Und bevor ich irgendwas mache, lass ich mir noch kurz meditieren, damit meine Schwalbe wieder voll ist. Lambert ist ein Arsch, das stimmt nicht. Und Eskel ist auch kein Troll. Redet nicht in dem Ton über die Hexe, sie haben es nicht verdient. Oh, der gute Gabelschwanz. Na, den werden wir suchen. Das bedeutet, uns steht ein minimaler kleiner Bosskampf quasi bevor. Nicht unbedingt Bosskampf, sondern ein Kampf gegen so ein Monster. Mann, ich bin so wortgewandt heute. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Okay. Mir folgen die Spuren von Eskel. Und schau einfach mal, wo er hingelaufen ist. Ich meine, er ist schon seit ungefähr einer Woche unterwegs, um irgendwie eventuell den Gabelschwanz zu jagen. Wenn Gerard mit Triss zusammen ist, ist er richtig bitchy zu ihr. Morgi, du hast die erste, wenn du sie heiratest. Und deine Scheidung zu komplex wird. Wir haben sie verloren, nachdem sie den Zauber aufgelöst hat. Das ist das Problem. Können wir mal darüber reden, dass Witcher 3 eine richtige Ausnahme ist? Meist ist es auch so, dass eine Spielerei schlechter wird oder zumindest sich so verändert, dass die alten Fans angeekelt werden. Fällt nur System Shock 2 ein, das besser ist als der Vorgänger. Na, das kann man so nicht sagen. Aber ich denke, wo es in welche Situation zutrifft, ist in der Regel, wenn es so wie mit Witcher 3 ist, wenn ein Spiel als eher relativ unbekannt anfängt. Ich meine, Witcher 1, man kannte es, als es rausgekommen ist. Man hat schon mitbekommen, es war nicht der größte Erfolg, es war auch ein PC-RPG. Und dann wurde es ja nach und nach wirklich erfolgreich, bis Witcher 3 lächerlich erfolgreich wurde. Ich glaube aber, haben sich auch einige Dinge im Vergleich zu Teil 1 geändert. Ich meine, Teil 1 war noch stärker, so ganz die ganze polnische Kultur und derartige Dinge waren noch stärker drin vorhanden. Und Teil 2 war relativ, von dem, was ich gesehen habe, ich habe es wie gesagt selber nie gespielt, ich kann nur ein bisschen drüber urteilen, was ich gesehen habe und so weiter, aber das war schon relativ an einigen Aspekten ziemlich klassisches AAA-RPG quasi für Konsolen. Das ist ein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion? Ein paar Dinge haben sich da schon soweit geändert. So, und da haben wir das Skorpion, schönes Pferd, wie er gesagt hat. Sucht im Bereich, in dem Eskels Pferd. Oh, mit Hilfe zu sehen. Okay, wir sehen ihn auf der Spur auf jeden Fall. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Das ist Drakonidenöl. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Der Eskel hat sich wie der Weideler irgendwo hier oben mit seiner Ziege niedergelassen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Seht ihr, ich bin nicht der Einzige, der ein Sodomie-Kabinett aufmachen will. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Ziegenhaare stinken scheinbar. Okay, dann folgen wir dem Duft, um den guten Eskel aufzusuchen. Ich habe das Gefühl, er ist da hinten, dieses rote Schallwellen von sich gebende Etwas. Die Nase irrt sich nicht. Naja, Nase hat immer recht. Ich höre eine Ziege. Ich sehe eine Ziege! Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Das ist Meckerfritze! Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder.
Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Und alle haben Narben im Gesicht. Wir sollten nicht über Jane verreden. Schön, dich zu sehen, mein Guter. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Hey. Ich verbrüdere mich nicht mit den Königen, okay? Ja. Ab jetzt versuche ich, mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Psst, hörst du? Er kommt. Okay, der Gabelschwanz ist da. Und ich mag das, dass er einfach ein einfacherer Hexer ist. Der nicht die ganz großen Dinge macht, sondern einfach nur sich um kleine Monster kümmert. Oh, ich weiß, ich habe dieses Drakenöl gefunden hier. Ich habe keine Lust, es zu verwenden. Wir bekämpfen ihn einfach so. Gabelschwanz ist eh fucking schwach. Verdammt, er hebt ab. Auf die Flügel. Er hebt ab. Oh, da hinten fliegt er entlang. Der ist nicht so schnell unterwegs. Voll WMS-Kill. Er ist halt echt nicht schnell unterwegs. Wir müssen jetzt ihn nur irgendwie wieder von da runter bekommen. Oh, mit seiner Blutspur. Oh, okay. Er hat ein bisschen Blut verloren unterwegs. Mir blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Seht ihr das? Hexer sind alle ziemlich kompetent. Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Warte mal. Eskel ist der Typ, der sagt, geh nach Hause und gib mir das, was du findest. Mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen. Ist er dafür verantwortlich, dass Lambert da war? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Ich wundere mich, ob Eske das tatsächlich war. Ich meine, warum sonst hätte er es so explizit erwähnt? Das ist ziemlich verdächtig, wie ich finde. Oh Gott, was haben wir hier? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Okay, das Versteck von dem Gabelschwanz. Ja, hier ist überall Blut. Wie auch immer er es an sämtliche Wände und überall ranbekommen hat und warum auch immer er... verwesenes Fleisch. Warum auch immer er Stufen hier in seinem Lager drin hat. Kümmern wir uns um den Guten. Gabelschwanz! Ich möchte mit dir reden, da ist er. Ja, er ist so gut wie tot. Und um deswegen haben wir uns alle Sorgen gemacht. Na gut, wir brauchen auch seine Organe, um einen Zaubertrank oder was auch immer für Uma herzustellen. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Das war, soweit ich weiß, früher bei Hexern üblich, wenn der Auftraggeber nicht zahlen konnte. Oh, okay. Okay, das ergibt Sinn tatsächlich. Weil das eine etwas üblichere Sache ist. Schneide hin direkt unterhalb des Schädels. Ja. Was du nicht sagst. Sagst du mir noch, mit welcher Messerseite ich schneiden soll? Mit der scharfen. Los, Beeilung!
Okay, nehmen wir den ganzen Schwachsinn mit. Und wir können zurück nach Kaer Morhen, Leute. Und ab jetzt wird's interessant. Ab jetzt wird's sehr, sehr, sehr interessant. Das bedeutet, wenn ihr gerade in irgendwelchen anderen Tabs herumlurkt, ist jetzt der Zeitpunkt, um zurückzukommen. Ja, jetzt gleich zumindest. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Yennefer. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Oh Gott, wer gewinnt, hat gewonnen. Was für eine Wette. Okay, Eskel. Eskel hat irgendwie... Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er hat nicht zwangsweise allzu viel Charakter in dem Spiel. Im Vergleich zu Lambert. Ich meine, von Lambert, über den haben wir einiges erfahren. Können auch einschätzen, was er für ein griesgrämiger Typ ist. Aber Eskel, er hat ein Pferd für irgendwas bekommen. Und er ist scheinbar eher... Ja, das ist generell die Sache. Er ist ja ein bescheidenerer. Er ist ein bescheidener Hexer. Und das war's. Und allzu viel werden wir mit ihm ansonsten auch nicht zu tun haben. Dann sei es mal mit ihm vielleicht... Du bleibst da hinten, mein Guter. Du bleibst da hinten. Sei es mal mit ihm vielleicht nochmal zu tun hat in den DLCs oder so. Aber das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch... sehr, sehr schlecht einschätzen. Mit sehr schlecht... Oh, das sieht so gut aus. Mit sehr schlecht einschätzen, meine ich, kann es gar nicht einschätzen. Weil ich sie nicht gespielt habe. Aber die DLCs kommen auch noch. Wir haben noch so viel Witcher vor uns. Wisst ihr das? Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Oh Gott. So. Wir sind da. Das heißt, wir sind gleich da. Oh Gott, ich muss hier reinrennen. Aber wir haben gewonnen. Das heißt, wir haben gewonnen. Oha, bitte. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt Freund. Guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Hört ihr, was die heute für... Wir hatten den Meckerfritzen und jetzt bist selbst eine schlechte Tänzerin. Das ist... Fuck! Das ist ja... Die sind on fire heute. Die können sich gar nicht zurückhalten. Ah, wenn du darauf bestehst, nehme ich doch sehr gerne meinen Preis entgegen. Wenn du darauf bestehst. Hier, nutze es weise. Es ist ein Xylophon. Es ist ein Xylophon. Ein Xylophon. Bergstiefel. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung sein soll, aber wenn er irgendwann mal meine sicken Stiefel gesehen hat, dann sollte er ungefähr wissen, dass ich seine dreckigen, schmutzigen Stiefel auf keinen Fall tragen werde. Und seht ihr die Mission, die uns jetzt bevorsteht? Lass mich dafür einen neuen Spielstand anlegen. Man kann nie wissen, wann man das nochmal gebrauchen kann. Jetzt haben wir die Mission, verbringe den Abend mit den anderen Hexern. Das bedeutet, jetzt können wir uns erstmal ein bisschen Ruhe genehmigen und einen wundervollen Abend mit den Boys erleben. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich unterhaltsame Stelle, wie ich finde. Hey Lambert und Eskel und eventuell auch Vesemir, aber da bin ich mir relativ unsicher und ich glaube, Vesemir wird nicht dabei sein, weil Lambert ihn wirklich, wirklich hasst. Seid ihr bereit? Geralt ist da und ich kann euch unter den Tisch trinken. Ich bin so eine Art Schwammleber, nennt man mich in manchen Kreisen, weil ich so viel trinken kann, meine Hexerfreunde. Wollt ihr mich überbieten? Ich glaube nicht, dass ihr es hinbekommt. Das wollen wir mal sehen. Wo sind sie? Wo sind meine Jungs? Na shit, Yennefer ist auch hier. Wir müssen uns etwas zügeln. Yennefer ist ja der Gegend. Ugh. Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Okay, welche andere Methode? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Pobis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann?
Heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Oma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Okay, er wird für den Abend erstmal verschwinden. Und ich weiß nicht, ob ich zu viel vorwegnehme, aber seine Methode wird nicht hinhauen. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Und vielen lieben Dank an Janak für die lieblichen 5 Monate. Und in der Tat weiß ich, wenn ich hier langweilt bin. Wesemir ist ein mürrischer alter Mann geworden. Ich weiß nicht, er hatte, auch hier muss ich wieder sagen, er hatte durchaus seine Punkte, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihm vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Party! Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Party! Oder ein zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Macht, was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Ihr habt mich überredet und er trägt sofort in dem Moment schon los. Oh Gott. Was habe ich getan? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Aber wir machen Party mit den Hexern. Woo! Dafür sind wir hier. Na gut, was habe ich dieses Mal angestellt? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde oder zwei. Oh shit. Das klingt großartig. Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. Oh hey. Ich meine, ich weiß, dass wir... Das ist jetzt die Sache. Ich weiß, dass wir Brüste und sowas auf Twitch zeigen dürfen, aber... Ich möchte es mal nicht übertreiben. Deswegen, also, Geralt steht da in seiner Unterwäsche und da ist Yennefer und sie hat eine Decke um sich herum. Jetzt lässt sie die Decke fallen und man sieht ihre Yennefer-Brüste und ihre Lippen, welche sie jetzt in dem richtigen Licht betrachte, so aussehen, als ob sie da irgendwas reingespritzt hätte, damit sie etwas voller wirken. Und jetzt hebt er sie hoch. Und dann machen sie irgendwas mit den Ästen, glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und jetzt wird seltsam auf das Buch rangezoomt und dann sieht man, wie sie sich gegenseitig über den Körper streicheln und da kommen Wölfe angeritten. Warum rennen da Wölfe? Und das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, was diese Sexszenen sollen, ehrlich gesagt, weil... Ich meine, das ist immer so, das ist einfach nur ein Wolf, der dem Reh hinterher rennt. Warum rennen die Wölfe dem Reh hinterher? Ist es, weil Geralt der graue Wolf ist und... Was? Was soll das Ganze hier gerade? Und jetzt sind wieder Geralt und Yennefer zu sehen. Ich bin kein Cockblocker. Ich habe nichts dafür. Ich habe nicht die Religion erfunden. Mach mir keine Vorwürfe. Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert.
Außerdem geht's uns nichts an. Yen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Sie trinkt aus dem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Oh shit, okay. Weißt du was, die Sexszene ging jetzt schneller vorbei, als ich eigentlich dachte. Ich habe sie nämlich so in Erinnerung gehabt, dass die... Gibt es da nicht auch welche, die irgendwie ewig dauern? Die gerade eben, die hatte ich sehr viel länger in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber es geht, wenn sie nur so kurz sind. Denn ich meine, nennt mich altmodisch, aber ich finde es relativ seltsam, wenn man sich in seinem Spiel irgendwelche Dialoge und dergleichen kümmert und dann auf einmal zuschaut, wie diese zwei schlecht animierten 3D-Körper aneinander reiben für die Minute und vor sich hinstöhnen. Und man ist da und man denkt sich so, ja, das, okay. Dafür bin ich hier. So, und bevor wir weitermachen, jetzt geht nämlich der wirklich heiße Scheiß los, liebe Leute. Bereitet euch vor, wir haben jetzt eure Freunde Michi Nerke wieder. Hey Moggy, willst du ein erotisches Hörbuch aufnehmen? Ich habe da gerade Talent für sowas gespürt. Ich werde drüber nachdenken. Wo hast du das Talent gespürt? Was in der Leistenregion? Falls ja, dann habe ich was richtig gemacht. Auf jeden Fall, jetzt geht der heiße Scheiß los. Über wen wollen wir zuerst was erfahren? Ich würde zuerst gerne wissen, was es über Eske zu wissen gibt. Über den haben wir bisher noch so gut wie nichts erfahren. Wobei, es gab eine beziehungsweise gab eine Dialogoption, welche wir nicht gesehen haben. Die hatte ich beim letzten Mal, also wenn Geralt sich zum ersten Mal mit Eske trifft. Und zwar erzählt er dann, dass er bei den Frauen scheinbar nicht so gut ankommt, wegen seiner Narbe im Gesicht. Wo ich mir dann dachte, ja gut, ich sehe jetzt nicht, inwiefern deine Narbe so viel schlimmer ist als die von allen anderen. Aber scheinbar ist die Narbe in Eskels Gesicht sehr viel schlimmer für ihn als bei den anderen, weshalb er bei den Damen gar nicht mal so gut ankommt, wie Lambert und Geralt. Das war eine Sache, welche er uns diesmal aber nicht erzählt hat, weil sie nur sich gegenseitig ein bisschen geneckt haben. Aber gut, was gibt's sonst noch über dich zu wissen, Eskel? Wohin hat es dich verschlagen, Eskel? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend. Oh, jetzt erzählt ihr's. Noch nie. Okay, jetzt erzählt ihr Geschichte. Ich dachte, es wäre am Anfang gewesen. Verzeiht, ich habe eventuell ein bisschen was vorweggenommen. Und kennt ihr das, wenn ihr euch mit euren Freunden trefft und dann irgendjemand seinen Freund dabei hat und alle dann nur so gewählte Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, wie läuft's bei dir auf der Arbeit? Und alles eine super seltsame Atmosphäre ist. Da befinden wir uns gerade. Relativ unangenehm. Geschäft und Vergnügen mischen, keine gute Idee. Ja, yeah, zeig's ihm, Geralt! Arbeit und Liebe gleichzeitig? Dumme Idee. Er hätte dich mit runtergelassenen Hosen erwischen können. Schon möglich, aber wenn du so aussiehst wie ich, nutzt du jede Chance, die sich dir bietet. Vielleicht solltest du ab jetzt immer eine Maske tragen. Und du einen Knebel. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Das ist eine Frau nach meinem Geschmack. Sie schmeckt nach Gurken. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll.
sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Hat der Troll verschonen können? Nein, Geralt. Nein, diesmal, sei einfach mal cool, Geralt. Das ist die Sache. Bei den Unterhaltungen mit Lambert, ich will immer ein Stück weit eher zu ihm halten, so sagen, hey, ich bin auf einer Wellenlänge mit dir, mein Schwesterchen quasi. Und alles, was ich auswähle, läuft immer darauf hinaus, dass Geralt es so umdreht, dass sich dann das gegen ihn verwendet wird. Aber das will ich gar nicht, deswegen werde ich diesmal auf keinen Fall die Oh, du hättest den Troll aber verschonen können, Karte spielen. Nein. Wir sagen es pragmatisch wie immer. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Fang du dich auch noch an. Die Zauberin würde es so sehen wie ich. Aber gut, was hat Geralt in letzter Zeit getrieben? Ich habe vorhin gesehen, da war einer, der wollte eine Zusammenfassung. Ich glaube, die werden wir nicht bekommen und dafür wird Geralt eine Geschichte erzählen. Immerhin etwas. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Keine gute Zusammenfassung. Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Ah! Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da hab ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert, nicht witzig. Gut, sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Wir reagieren nicht. Die machen das schon. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Okay. Wir werden eine Sache in dem Spiel jetzt dann als nächstes sehen. Vorausgesetzt natürlich, außer Wesemirs Plan wird aufgehen, was er nicht wird. Wir werden die Hexertransformation zum Teil durchmachen mit Uma. Und zwar werden wir den Teil durchmachen, welcher scheinbar sämtliche Knochen und Dinge auflöst, wodurch er quasi zu Matsch wird und dann zu seinem alten Körper irgendwie wieder geformt werden kann. Und eventuell wird er relativ große Schmerzen haben. Es wird nicht das beste Experiment und genau die Sache, welche wir jetzt machen, ist unter anderem auch der Grund, weshalb sie keine weiteren Hexer mehr ausbilden wollen, weil es eine sehr, sehr grausame Machenschaft ist. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut. Aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Wir überfallen jetzt die Küche, Leute. Bleibt nicht so lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag.
Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Jennifer ist weg. Wir können endlich anfangen. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Und das ist jetzt übrigens auch, um das kurz mal anzumerken, eine Szene, die es meines Wissens nach auch in jedem Witcher-Teil gibt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall im ersten Teil auch so eine Szene gibt, wo einfach nur die Hexe herumhängen und ein bisschen was trinken. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr charmanter Weg, um irgendwas überzubringen. Ich habe keine Ahnung, es ist ein super Setting. Ich bin großer Fan davon. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Lambert hat einen Punkt. Für wahr, reden wir was anderes. Na gut, reden wir über was anderes. Willst das nicht zugeben, wie? Was soll's? Von mir aus. Lass die Klugscheißerei und schenk ein. Ich hab das Gefühl, er mag Jennifer nicht. Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komm wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Unternehmen wir was Lustiges. Das klingt nach einer Idee, die absolut nicht schrecklich schief gehen wird. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Ja! Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Oh! Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie mit einem Succubus geschlafen. Mit einem Succubus geschlafen? Nee! Komm schon, Geralt. Na, sieh mal einer an. Das hätte ich von Geralt erwartet. Aber von dir? Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt.
Ach, bitte. Geralt, Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie... Fist hätte genommen, einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Machen wir das, ich hab noch nie einen Sprung aus dem Fenster machen müssen. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Yeah, danke für den Host, Fully. So, Lambert mag ich, das weißt du doch, oder? Hast du ein Problem mit mir? Ja, reden wir darüber. Hast du ein Problem mit Geralt? Lambert, hör zu. Hast du irgendein Problem mit mir? Ich? Warum? Warum fragst du mich das? Tja, kommt mir eben so vor, aber du weißt ja. Du bist wie mein kleiner Bruder. Dumm und nervig, aber ein Bruder. Geralt, verflucht! Mir kommen die Tränen. Komm her. Scheiße. Kaputt. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung. Wir gehen jetzt Eske retten. Schau ich das an. Ich kann mich gut orientieren. Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Okay, wir folgen der Spur. Genau, ja, ich werde hier gleich nachschauen. Nach der Mission ist es sicher wichtiger. Säufer, komm da raus! Wisst ihr, ich habe mir, als ich die Mission zum ersten Mal gemacht habe, Sorgen gemacht. Ich dachte mir, ist mit Eske vielleicht irgendwas passiert? Ich meine, man kann die wissen, wir sind zwar Hexer, aber... Eske! 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 Wir sind zwar Hexer, aber man kann die wissen. Ich habe mir Sorgen gemacht, vielleicht hat er sich selbst wehgetan. Ist in der Küche gegen den Kühlschrank gelaufen oder so. Eske, in der Küche passieren die schrecklichsten Dinge. Ja! Eske! Ihr habt keine Ahnung. Der Löwe ist bestimmt bei seiner Ziege. Eske, du Säufer! Oh. Komm da raus! Wenn ich den bei der Ziege finde, bin ich nicht begeistert. Ah, hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wüverns. Verdammt! Wir haben den Kampf verpasst. Aha. Eske ist in der Nähe. Eske, wer hat jetzt an... Ach, Bruder, wir kommen! Wo hat dich der Mecker Fritze berührt? Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eske, wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt, sternhagelvoll und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf, du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich, muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Ja. Yeah. Keine hier außer Jen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Das klingt nach der besten Idee, die ich bisher in diesem Spiel gehört habe.
Du bist Genie, Lambert. Lambert, du bist ein Genie. Aber klar. Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Schätze, ja. Ruf die Schlampen. Ja. Yeah. Also gut. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Fangen wir an. Warte. Wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Jennifers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Okay, es ist wichtig. Wir müssen uns tarnen, damit sie nicht denken, dass wir einfach nur irgendwelche dahergelaufenen Typen sind, sondern Jennifer. Ich würde sagen, das ist halt die beste Idee, die wir bisher gehört haben. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Flitterkram. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Okay. Wir müssen Jennifers Koffer durchsuchen. Was für ein Krempel. Damit wir ein Kleid finden. Okay, Jennifers Kleid, ich hab's gefunden. Mach Geralt, keine Angst. Okay, Geralt zieht sich um. Okay, wir bekommen das hin. Das ist alles nur, damit wir die Damen herbeordern können. Da bin ich zu 100% überzeugt. Ja, perfekt. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Ihr habt so viel Befehl auf den Teil von meinem Kleid. Scheiße, Eske. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon. Ist unbequem. Also. Worte, Gerard, du der Hose. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Ketmil Blue de Deune, Hokus Pokus Abracadabra, Arse Platana. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort! Okay, ich glaube, der Abend ist gelaufen. Ja, das war's wert. War ein guter Abend. Die Tatung ist aufgeflogen. Verdammt. Was für ein Traum. Also ich habe da gerade eben, ehrlich gesagt, 4 Jennifers insgesamt gesehen. Oh, erinnere ich noch an die Geschichte hier. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Okay, wählen wir uns noch. Wir müssen die Hexertransformation mit Uma jetzt anfangen, damit wir seinen Körper quasi erweichen und anschließend formen können zu der alten Gestalt. Denn eventuell ist Ciri Uma und wir würden auch sehr gerne die gute Ciri wieder zurückhaben. Das heißt, es ist natürlich die Priorität, das hinzubekommen. Und es wird eine unschöne Situation. Wir werden jetzt versuchen, ihn zu einem Hexer zu machen, beziehungsweise es anzufangen. Und es ist eine sehr unschöne Prozedur, könnte man sagen. Wesemir, etwas rausgefunden?
Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Okay. Wir werden es wohl durchziehen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Okay. Gut. Und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Okay, wir fangen an. Wir mixen erstmal du weißt nicht, die, wer in Umas Körper die Tränke dafür, beziehungsweise also den Kräuterabsud. Sud dafür haben wir alle hier. Okay. Also, Alchemie. Greifenabsud? Nein. Oh, die Frage ist nur, was ist denn das? Was ist der Absud, den wir jetzt suchen? Wird wahrscheinlich bei dem Absud dabei sein. Mach ich den überhaupt hier? Du hast geraten. Ah, nee, warte, gab's denn hier Special-Kategorie? Öle? Nein. Oh, Leute, wo mache ich denn... Wo mache ich denn den Kräuterabsud, den ich suche? Quests! Da ist es! Okay, ich hab's gefunden. War nur versteckt. Okay. Ich wusste mich noch, als ich das zum ersten Mal bei der Stelle war, habe ich da ewig gebraucht, um das zu finden. Oh, es war sehr frustrierend. Ich wollte, dass das endlich losgeht, aber ich konnte nicht. Wie auch immer. Uma ist auf der Folterbank. Elixier ist gemischt. Werkzeuge sind desinfiziert. Ich glaube, wir sind bereit, um anzufangen. Tut mir leid, Uma. Das wird keine angenehme Situation für dich. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Oh. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Wir beginnen mit den Muttertränen. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Oh, das ist halt echt keine gute Idee. Er windet sich vor Schmerzen und kann sich nicht bewegen, weil er an dem guten alten Foltergerät festgemacht ist. Dann machen wir weiter mit dem Queckensaft.
Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. Okay, wir könnten das theoretisch abbrechen, aber... Nein. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern, vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Also, die ganzen Chemikalien lösen jetzt langsam den Körper von Uma auf. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein, die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Aber natürlich. Wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr. Aber wir waren zu voreilig. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Und weil ich es gerade sehe, muss das jeder Hex über sich ergehen lassen. Ja, ich meine ja. Denn sie werden nicht ohne Grund Mutanten von allen anderen genannt. Das hier ist Teil des Mutierungsprozesses. Deswegen sind Hexer die Mutanten, weil sie wirklich mutiert sind. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief... Nicht so, Fußarbeit. Erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Bremst mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Okay. Ich kann den Fluch brechen. Nevid Sibir! Kanyatan, Nevit, Sivir, Kuale, Arriva, Endir. Nein, nein,
Ich lasse das nicht zu. Geralt, die gelbe Flasche in meiner Tasche. Ruhe! Hör zu. Nevin, Sivir, Kuan, Kuan, Kanyatan. Nevin, Dariva, Endir. Geralt, das Phylakterium macht's auf. Kanyatan, Taron Anede, dies. Valach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Okay, wie es aussieht, war Uma nicht Ciri, sondern der Elfenbegleiter von ihr. Wie wir die ganze Zeit überfahren hatten, war sie mit einem Elfen unterwegs. Und er wurde zu Uma verwandelt. Ciri dagegen befindet sich auf der Nebelinsel. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Nebelinsel. Ja, ich glaube, die besondere Sache an der Nebelinsel war, es wird sowieso erklärt. Die Nebelinsel, wo liegt sie? Überall und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Mravain. Arvain, Sirain. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Okay. Wir können Ciri finden. Eventuell, wenn sie nicht wieder irgendwo anders hin geflüchtet ist, was sehr unwahrscheinlich ist. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Okay. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Was legst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her.
und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen, aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl, außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Okay, Leute. Was uns jetzt bevorsteht, generell ist die wahrscheinlich beste Stelle aus dem Spiel, abgesehen von DLCs, welche ich noch nicht gespielt habe. Oder eine meiner Lieblingsstellen. Oh, ist so gut. Wir werden Verbündete sammeln. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Okay, die Sache ist folgende. Leute, denen wir im Laufe unseres Abenteuers geholfen haben, können wir um Hilfe bitten. Und generell werden wir noch einige treffen, die wir einfach um Hilfe bitten werden, ob sie uns im Kampf gegen die wilde Jagd beistehen wollen. Ich meine, was ist das für ein unglaublich gutes Konzept? Ich liebe alles daran. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Okay. Bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Oh mein Gott, es ist so cool. Ist so gut. Versteht jetzt, warum ich gegen Ende der Story, beziehungsweise dann, wo sie Fahrt aufgenommen hat, warum ich sie irgendwie erwähnt habe, dass ich dann, übrigens eine Sache, die Cutscenes ein bisschen fast ruiniert hätte. Lass mich das schnell fixen. Ich wusste auch kurz nachher, als mir aufgefallen ist, Geralt hat keine Hose getragen. Aber reden wir darüber nicht. Das ist niemandem aufgefallen, okay. Das ist niemandem aufgefallen, auf jeden Fall. Genau, das ist die Sache, wo ich schon erwähnt habe, dass ich dann ab dem gewissen Punkt nicht mehr wirklich Sidequests gemacht habe, sondern wirklich nur sämtliche Hauptquests, weil es einfach so interessant und aufregend wurde, dass ich mich nicht mit so einem belanglosen Schwachsinn auseinandersetzen wollte. So, auf jeden Fall. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Waffenbrüder. Das heißt, wir werden verschiedene Leute aufsuchen und sie um Hilfe bitten. Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, an welchem wir die Radovid-Quest weitermachen können. Oh nein, und wir haben eine Quest. Oh nein, wir haben Waffenbrüder in Wayland verkackt. Oh, wir haben Waffenbrüder Wayland verkackt. Der hätte ich habe keine Ahnung, wie ich... Das ist der Mecha-Fritze. Ah, Mecha-Fritze. Ich weiß nicht, wie wir da hätten helfen müssen. In Wayland hätte ich scheinbar irgendwas anders machen sollen. Shit. Das ist nicht übermäßig gut gelaufen. Aber wir können natürlich alternativ... wir müssen natürlich nach Unterstützung fragen. Und zusätzlich können wir natürlich dann auch zur Nebelinseln rüber. Das ist eine Sache, welche wir definitiv erst im nächsten Stream anfangen. Ich kann euch sagen, uns steht einiges bevor. Oh, und bei dem, was mir bevorsteht, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsstelle aus Witcher 3 ist, ehrlich gesagt. Ich kann mich noch nicht zu 100% entscheiden. Weil es kommt auch danach noch einiges Cooles, aber oh, ist so gut. Ist so gut. Und wenn wir beim nächsten Mal sind, da sollten wir dann auch ein bisschen aufpassen, dass Leute im Chat nicht irgendwelche Twists und dergleichen einfach so droppen und vorwegnehmen. Ich denke, das wäre eine relativ nette Sache. Entschuldigung, ich wurde da gerade ein bisschen reingedrückt. Aber bevor es soweit ist, können wir uns noch ein bisschen langweiligen Schwachsinn widmen. Das ist auch das, was wir alle wollen. Und zwar wollen wir als nächstes nach... Ach, der Herzog da unten ist der DLC-Zeugs. Warte mal, was hatte ich für eine Quest hier gerade? War es nicht Skellige? Nee, Novigrad? Novigrad hatten wir doch, oder? Ach, geh nach Skellige, ist der erste Teil davon. Ich will mal in Novigrad schauen. Denn ich glaube, derjenige aus Novigrad, der uns helfen wird, ist der gute Dijkstra. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns mit dem auch ganz gerne noch ein bisschen auseinandersetzen würden. Wählen kann es sein, dass das wegen dem Baron ist. Ja! Ich glaube, der Baron hat einem geholfen, üblicherweise aus Wählen. War denn Wählen der Baron überhaupt? Aber es könnte gut sein. Ich meine mich zu erinnern, dass der Baron dann sogar ihm geholfen hat. Ha.
Und wenn du einfach Leute wie Kera umbringst, musst du dich nicht wundern, wenn dir keiner hilft. Hey. Ich hab nicht so viele Leute einfach umgebracht. Aber Kera, es gibt keine Kera, über die reden wir nicht. Die existiert gar nicht, okay? Es ist mir nur sehr wichtig, das anzumerken. In Wählen war Kera, okay. Außerdem helft mir noch genug Leute, also bitte. So, ihr seht, wir haben einiges zu tun hier. Und ich denke, als erstes werden wir uns in Novigrad mal mit den Leuten unterhalten. Nicht mit Zoltan, nein, wir gehen direkt zu Dijkstra. Und das sage ich nicht nur, weil ich seinen Namen sehr gerne ausspreche. Seht ihr, es ist Novigrad. Ich habe nur Salben angerührt für meine schmerzenden Knochen. Erinnert euch noch an Novigrad? Die Stadt ist ein absolutes Elend. Oh, Novigrad ist so fürchterlich. Ich bin so froh, dass wir da nicht mehr so viel Zeit verbringen müssen. Ich hasse Novigrad. Fällt gerade ein, wir hatten noch eine Donation, die ich vorhin vollkommen vergessen hatte. Jeder hat Probleme mit Geralt. Ich habe leider absolut keine Ahnung, worauf es sich bezogen hat. Aber vielen Dank. Ich habe es ein bisschen zu spät vorgelesen erst. Verzeihung. So, auf jeden Fall, wir gehen zu Dijkstra. Ungehobelter Klotz. Dafür müsstest du eigentlich zahlen. Kera wäre übrigens mit Lambert zusammengekommen, wenn du sie nicht getötet hättest. Sie wäre ein schlechter Einfluss auf Lambert gewesen. Lambert hätte Besseres verdient. Was? Der alte Lambi-Bambi macht sich die Kera klar? Wer hätte das gedacht? Ha. Oh Gott, brennt da hinten irgendwo. Was brennt da? Oh. Brennt der Turm oder ist das einfach nur Beleuchtung? Da wir in Novigrad sind, wäre alles möglich. Die sind hier große Fans vom Feuer. Egal, wie auch immer, wir gehen zu Dijkstra. Ich soll eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwerk fordern. Wo teilt er sich denn herum? Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst davor, zu Roche rüberzugehen. Denn für Roche, wir haben keine Mission gemacht, um ihm irgendwie zu helfen. Er hat ja sein Räuberlager. Das haben wir die ganze Zeit über ziemlich ignoriert. Das heißt, von dem will ich mich eher noch fernhalten unter Umständen. Zoltan wird uns auf jeden Fall helfen, da bin ich mir sicher. Und Dijkstra? Weiß nicht, wird sich zeigen. Bei Dijkstra und Roche gemeinsam an ihrem Radovid-Plan gearbeitet haben. Wie auch immer. Dijkstra, mein Guter! Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Kommen wir direkt auf den Punkt. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Fuck! Okay. Shit. Okay. Das hätte besser laufen können. Oh nein. Aber seht ihr, das ist die Sache, die ich so sehr liebe, Herr Witcher. Sogar viele von den kleinen Sidequests, die man macht, haben Einfluss auf das Spiel. Und zwar an der Stelle. Wenn man den Leuten nicht vernünftig geholfen hat, dann sagen sie auch, ja, jetzt wo du mich brauchst, warum sollte ich dir jetzt helfen? Morgen hat zu wenig gequestet. Ey, weißt du, wie viel ich tatsächlich gequestet habe? Ach, das ist wieder so ein Zettel. Wir haben jetzt schon 45 Stunden oder so Witcher 3 im Stream gespielt. Also bitte. Wie auch immer, Zoltan hilft uns auf jeden Fall. Oh, shit. Aber was, wenn ich die Dijkstra-Quest doch machen würde? Ah, ich weiß nicht. Ich bin bei allen so unsicher. Ich habe das Gefühl, die Radovid-Quest ist auch noch ein bisschen entfernt. Also, was auch immer. Wo ist Zoltan?
Milchmann werden. Steht ein Mann in dir drin. Sultan? Geralt? Sultan, wir brauchen deine Hilfe. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Okay, und war da gerade Rittersporn im Hintergrund? Ja, Rittersporn, mein Guter. Gibt's was Neues? Wie geht's deiner Freundin? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Viele Grüße von Molly. Ich glaube, er erzählt mir nicht, wie es ihr geht. Na, was auch immer. Ja, Grüße von Molly, wie auch immer das war. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Molly? Welche Molly? Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigen wolltest. Ah ja, jetzt entsinne ich mich. Briefmarkensammlung. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Diese Molly. Bis dann, Rittersporn. Das war die, super. Also, Gott, Roche wird uns auch nicht helfen. Oh, das wird deprimierend. Sie war die eine sehr, sehr naive Dame von der Rennbahn. Oh, Roche wird uns nicht helfen. Ich weiß es jetzt schon. Oh, ich habe zu wenig Sidequests gemacht. Ich dachte, ich hätte genug gemacht, aber ich habe mich getäuscht. Oh. Was auch immer, bringen wir es hinter uns. Weil ich ja sehr als Leute Herr der Ringe schauen wollen. Alter, Geralt sieht, ich hab keine Ahnung, was das für ein Aussehen ist, aber siehst nicht aus wie ein Hexer. Mit deinen goldenen Schuhen und das ist super seltsamer Anblick. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Auf jeden Fall, ihr solltet Herr der Ringe, das dritte Zeitalter spielen. Für den Gamecube, die PS2 oder die Xbox. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Will ich nochmal in den Raum werfen. Okay, fragen wir bei Roche. Okay. Geralt von Riva, gesund und munter. Ob du jetzt wahrscheinlich Sidequest machen kannst, das ist die Frage. Ja, kann ich. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Okay, ich würde sagen, wir werden dieser Wes bei einer super langweiligen Quest jetzt mal eben helfen, damit er uns helfen wird, am Ende Kaer Morhen zu verteidigen. Ich denke, man kann sich für den Fall der Fälle auch kurz vor dem Ende noch ein paar Freunde machen. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Habe ich Frame Drops? Ja, ich sehe, leckt das noch bei mir. Ne, müsste eigentlich soweit stimmen. Müsste soweit stimmen. Aber gut, suchen wir deine Freundin da auf. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Tölpel! Ich bin kein Tölpel, nenn mich nicht Triss. Triss war ein Tölpel. Du nervst, Grau. Apropos, vielleicht werden wir Triss noch wiedersehen. Unter Umständen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, wenn es passieren sollte. Beim Anwesen der Wege. Ah, shit, war die vollkommen falsche Quest. Ah, ich bin falsch. So, wir werden jetzt noch ein bisschen langweilige Sachen machen, wie mir scheint.
für den restlichen Abend. Aber das machen wir alles nur, damit wir beim nächsten Mal, für den nächsten Stream, optimal vorbereitet sind. Für das, will ich sagen, Finale. Für den fantastischen Showdown. Showdown. Das ist ein unerwartet nerviges Wort zum Aussprechen. Wie auch immer. Das wird ziemlich fantastisch und ich freue mich sehr darauf. Und wir müssen noch ein paar Vorbereitungen treffen, damit wir das alles... Oh, schön. Skelettmann. Damit wir das alles ungestört durchziehen können. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zurück! Oh hey, rate mir, wer das Sieht ist. Sieht aus, als kämen wir zu spät. Geralt, wir müssen helfen. Komm mit! Okay, wir müssen Vess retten, die irgendeine dumme Scheiße macht. Kann man Witcher 3 durchspielen? Gerüchten zufolge, ja. Wir versuchen noch, es herauszufinden. Oh nein, Lebensbalken. Oh nein, nicht ein Lebensbalken. Oh Gott, es sind viele. Warum sind das so viele Soldaten? Au! Geralt, zieh deine Waffe! Ich habe keine Waffe ausgerüstet wegen den Trollen noch. Wir haben seitdem nicht mehr gekämpft, wollte mich verarschen. Oh, die Axt ist stark. Entschuldigt mich, ich muss Waffen wieder ausrüsten. Okay. Das sieht doch schon besser aus. So, dann werden wir einfach alle, die sich hier rumtreiben, umbringen, weil Vess irgendeine dumme Scheiße macht, um dumme Scheiße zu machen, was auch immer. Aber wenn wir hier, wenn wir Roche dabei helfen, sich um seine bescheuerten Freunde zu kümmern, dann sollte er uns eventuell am Ende helfen. Die will Jagd abzuwehren. Und das ist doch der Grund, wofür wir alles machen im Endeffekt. Schicke Rüstung, mein Guter. Das ist ein Offizier. Wohl nicht Offizier genug. Oh Gott, der kann parieren. Der Lümmel. Bringen wir es zu Ende. Der pariert eine Menge. Verdammt nochmal, Vess, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Vess. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fren! Ich weiß nicht ganz, was jetzt bei der Unterhaltung der Punkt mit dem entblößten Bauch sollte. Und sie sagte, sie zieht sich an, wie sie will, und das ist nicht ihr Vater. Ich weiß nicht ganz, was diese Anmerkungen sollten. Und ich hinterfrage es einfach nicht. Ich finde es nur... Es war irgendwie unpassend. Aber hey, da liegt einer am Boden. Noch einer. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Eins oder zwei, wollen wir ihn töten oder nicht? Eins oder zwei. Mach's auf Berliner Art und tritt nochmal nach. Aber ich bin doch kein Krapfen. Oh, ist wieder so knapp. Ist wieder keine eindeutige Mehrheit. Ah. Ja, doch, es ist mehr 2 als 1. Wir machen 2. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos.
Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, der Mada war. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Okay, wir haben ihn verschont. Und Wes ist nicht begeistert davon. Ach, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Oh, gut, dass du es ansprichst. Okay, Leute, habt ihr gehört? Wenn wir Hilfe brauchen, wir wissen, wo wir ihn finden. Lustig, dass er es gerade angesprochen hat. Lustiger Zufall, denn ich werde jetzt nicht die ganze Scheiße hier looten. Denn tatsächlich, unter Umständen, Waffenbrüder Novigrad, unter Umständen wäre ich gerade in einer Situation, in der ich eventuell deine Hilfe benötigen könnte. Das ist ja verrückt. Ich helfe immer, ohne dafür die Gegenleistung zu erwarten. Und das ist nur ein verrückter, crazy Zufall gerade, okay? Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Roche. Ich habe übrigens keine Ahnung, wer Roche jetzt wirklich ist Hexer und seine Leute, was sie machen. Kriegen, ich glaube, das ist auch wie eine Sache, die man eher aus den Büchern oder den Vorgängerspielen erfährt. Wahrscheinlich aus den Büchern. Dementsprechend keine Ahnung, was wirklich mit ihm auf sich hat. Geralt von Riva. Gesund und munter. Ah, ich bräuchte eine Hilfe. Ich weiß, komisches Timing, aber was soll ich sagen? Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer, wir sehen uns in Kaer Morhen. Bring Wes bitte nicht mit. Sie scheint sich nicht ganz unter Kontrolle zu haben. Oh Gott, und ins Gellige. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Oh. Shit, mir fällt gerade auf. Ups. Ich glaube, das sind Skellige. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon um Hilfe bitten sollten. Denn wenn ich halt drüber nachdenke, gibt es da... Der Wind heult. Gab es da noch Quests in Skellige, die ich nicht gemacht habe? Mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Ich müsste doch im Großen und Ganzen das meiste gemacht haben, oder? Das Horn, ja, was auch immer, es interessiert niemanden. Oh, die Undwig-Quest. Die haben wir nicht gemacht. Mit Hjalmar. Und die sollten wir machen, sonst werden uns die Skelliger nicht helfen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Shit. Okay, was auch immer. Wir müssen das jetzt machen. Und ich will die Hilfe von den Skelligern haben. Ja, ich muss den Riesen noch jagen, ja. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht gehabt. Unangenehm. Okay, wir müssen noch einen Riesen jagen gehen, liebe Leute. Erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es ihm bei. Warum wird bei Twitch so ein komischer Schriftnamenzeichen angezeigt? Warum lässt Twitch irgendwelche Schriftnamenzeichen zu? Wie auch immer. Ey, wir haben liebliche Resubscription von Sir Karatze. Ja, das kann ich lesen. Vielen Dank für die lieblichen 2 Monate. Okay, wir müssen noch den Riesen jagen gehen. Ich weiß, ich bin auch nicht begeistert, dass wir jetzt sowas noch machen müssen, aber... Nee, was soll ich sagen? Wir müssen alles bis zum nächsten Mal vorbereiten. Glaub mir, es wird alles wert sein, wenn wir beim nächsten Mal dann den richtig guten Shit anfangen. Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur wertlose Matrosen. Feine Taverne nach Unwig und dem Eisriesen. Ja, es gibt ja einen Eisriesen, den man jagen muss. Ja, ich denke, das ist das Einzige, was wir heute dann soweit noch machen werden. Die gute Eisriesenjagd. Ich meine, das ist auch keine komplett verkehrte Quest. Sie ist ganz nett, um die Skelliger hier ein bisschen eher wieder kennenzulernen, aber... Ah, ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Kannst du mit mir kommen? Die graue Inge hat die Zukunft deines Sohnes vorausgesagt? Ja. Die graue Inge! Sie hat seine Nadelschnur ins Wasser geworfen. Die hat sich wie eine Schlange eingerollt.
Weißt du, was das heißt? Also, bis der Taverne nachfragen. Hallo. Oder dass er sich aus jeder Falle. Kannst hier irgendjemand noch was sagen? Ja. Oh, Baden. Von dem will ich mich doch gerne fernhalten. Muss ich ihn jetzt wirklich alle anquatschen, hofft, dass mir irgendjemand irgendwas sagen kann? Ja, hab ihn gefunden. Ich suche Leute von Undwig. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Echt schön dort, wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel an Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Undwig? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankretz etwas schon wieder vorbei? Ich glaube, ich sollte noch mal kurz erklären, worum es in der Quest hier überhaupt geht, was wir gerade machen. Und ich sehe gerade, heute Überstunden und nächstes Mal dann das Finale. Ah, das Finale. Ach ja. Ja, ja. Wir spielen immer noch Witcher 3, okay? Also, Quest folgende Situation. Es gab ja die Wahlen in Skellige, nachdem der alte Jarl gestorben ist. Und was ist da gerade? Das ist lustig, ich wollte gar nicht resubben, aber das Geld wurde einfach abgebucht und ich dachte mir, okay, warum nicht? Du wolltest nicht resubben? Ich bin enttäuscht, aber ich nutze dieses Missverständnis zu meinem Vorteil aus. Okay, auf jeden Fall, in der Quest geht es um Folgendes. Der alte Jarl ist gestorben und dann haben sich neue beworben, damit sie der neue Jarl werden, also quasi der Anführer von Skellige. Und von irgendeinem Typen haben wir schon seine Tochter kennengelernt. Das war die, die die ganze Zeit gesagt hat, Geralt, aber erlaubt ihr das Yennefer auch? Ich kann sie nicht leiden. Der hat mir schon geholfen. Und ihr Bruder, also sie wollten immer eine gute Tat begehen, um zu beweisen, dass sie würdig sind. Sie hat in dem Fall den einen Lümmel, dessen Name mir entfallen ist, von seiner vermeintlichen Geisteskrankheit befreit, was im Endeffekt nur ein kleiner Parasit war. Und ihr Bruder, der gute Undwig, der ist losgezogen, um einen Riesen zu töten, welcher die ganze Gegend um sie herum, also um den Riesen herum schon die ganze Zeit über terrorisiert. Das ist seine große Tat. Nur das Problem ist, er ist noch nicht zurückgekehrt und wir werden uns mal ein bisschen nach ihm umschauen. Ich muss nach Undwig. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht ersaufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer. Knapp unter der Oberfläche. Nicht rüberfahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen. Sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Okay, ich würde sagen, das war relativ einfach. War nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. Mast und Schotbruch, mein Guter. Wie viel ihm Dank an City und 10 für die liebliche Subscription. Wie viel Dank. So. Noch ein Geplagter kommt zu den Druiden. Wir müssen darüber segeln. Ich frage, ob wir nicht vielleicht einen Wegpunkt da drüben schon haben. Ja, mal bis zum nächsten Mal hier duschen. Ja, du verpasst nicht übermäßig viel. Ein bisschen was, aber beim nächsten Mal sollten alle da sein und gute Nacht vermutlich. Ah, so. Haben wir einen Wegpunkt in der Gegend? Haben wir überhaupt... Oh, komm schon. Boot anmarkieren und dann... Okay, wir müssen noch eine Runde segeln, bevor wir da drüben ankommen. Aber hey, wir dürfen den waschechten Riesen sehen. Das ist eigentlich an sich eine relativ coole Quest, wenn ich gerade so zurückblicke. Die ist ganz nett. Problem an der Quest ist natürlich nur, dass sie... Ja, mit euch will ich mich nicht auseinandersetzen. Problem an der Quest ist nur, dass sie im Vergleich zu der Hauptquest, welche uns ansonsten... bevorstehen würde, natürlich nicht sonderlich glänzen kann. Das ist das Problem. An sich ist sie durchaus solide. Sie kann nur nicht mit dem anderen, was wir aktuell haben, mithalten, was ich ja, denke ich, von selbst erklären sollte.
weil das der heißeste Scheiß ist. Und wenn ihr nicht glaubt, dass es der heißeste Scheiß ist, dann warte bis zum nächsten Mal. Oh, das wird so gut. Und ich stelle beim... Oh, das war so gut. Vor allem die Tatsache, dass alles, was wir bisher so gemacht haben, eine Sidequest oder einiges davon, dass das tatsächlich noch relevant wird. Das ist einfach so eine gute Sache. Entschuldigt mich, ich muss noch kurz... Oh Gott. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum mein Video auf einmal auf voller Lautstärke war. Aber wir segeln auf jeden Fall los. Oh, das war so laut. Oh, wie auch immer. Das, was mir jetzt noch gerade fehlt, ist, dass ich nicht einfach springen kann, wenn ich R drücke. Das ist nämlich eine Sache, die... Eine Sache, die für das Wind Waker Segelfeeling sehr, sehr wichtig war. Der Wind wurde gewaked. Ja. Yeah. Warum läuft immer Witcher-Musik, während man segelt? Das hilft mir nicht weiter. Das ist, ich bin nicht der größte Mittagskorb-Fan, ehrlich gesagt. Und ja, das ist tatsächlich Wind Waker 4K. Das ist ein gutes Spiel. Kommt für die Nintendo Switch raus, wenn sie im angedockten Modus ist. Machen wir uns nichts vor, im Handheld-Modus schafft sie gerade mal 3K. Lächerlich schwach. Aber dafür, im Gedockt-Modus schafft sie die 4K ohne Probleme mit Wind Waker. Und so sieht das Ganze dann aus. Ist das Spiel gut? Ja. Ich würde am liebsten den ganzen Tag herumsegeln. So begab sich Geralt auf die Suche nach den Triforce-Splittern. Ja. Oh nein, Schmuggler versteckt. Nein, ich habe keine Lust. Oh Gott, lass mich in Ruhe, ihr Fuckviecher. Oh Gott, die haben mir schon so viele Bootsreisen, die ich gemacht habe, ruiniert. Dadurch, dass die einfach so fucking nervig sind. Wir segeln einfach immer weiter. Oh nein. Lass bitte mein Boot in Ruhe. Wobei, ich glaube es... Oh nein, geh weg. Nein, geh weg. Ich glaube, ich kam bei dem Spiel tatsächlich nur einmal in die Situation, dass sie tatsächlich das Boot angegriffen haben. Sie können nämlich das Boot angreifen, deswegen hat es auch die Leben da links. Und das passiert nicht allzu oft, das ist das Gute daran. Wir segeln noch ein bisschen. Jetzt, wo ich die Insel hier gerade sehe. Ist das die... Nee, ist nicht die Nebelinsel, oder? Ich wundere mich nämlich gerade wegen dem Turm da hinten. Der sieht mir halt ein bisschen verdächtig aus, ehrlich gesagt. Wie auch immer, wir suchen den guten Umweg und dann werden wir den Riesen erschlagen gehen. Ja, oh Gott. Okay, wir sind angekommen. Also hier an dir, dass ich nicht resummen wollte, sondern andere Dinge. Wenn die dich, dann will ich für 25 Euro resummen. Das ist vollkommen klar. Ey, hier will ja niemand zum Subscribe nötig. Ich meine, wenn ihr wollt, dann könnt ihr es gerne machen, aber ist auch vollkommen okay, wenn nicht. So will ich nicht sein. So. Schießt sie einfach mit der Armbrust ab, wenn sie das Boot angreifen. Das ist die Möglichkeit. Okay. Aber um uns auf die Quest mal zu konzentrieren, ihr seht, hier haben wir. Ich weiß nicht genau, was das für Holzteile hier sind, ehrlich gesagt. Wurde damit vielleicht ein Schiff hier rüber transportiert oder so, das da rüber geschoben wurde zum Meer. Ich habe absolut keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall alles ziemlich zerstört. Und man könnte vermutlich darüber reden, ob eventuell der Riese dafür verantwortlich ist. Oder gab es hier vielleicht die Flut oder so? Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, es sind wirklich große Schiffe, die hier überall herumliegen. Wir sind ein bisschen zu weit vom Wasser entfernt. Ja, wobei, die Häuser sehen nicht so aus, als ob die von der Flut getroffen worden wären. Och, komm schon, wirklich. Plötze! Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Mysteriöse Stimmung auf dieser Insel. Ja.
Scheinen soweit alle tot zu sein. Und hey, ein Wegpunkt und ein Boot. Jetzt müssen wir nur noch den Weg finden, wo sich ungefähr... Ach, die, bei den Ruinen von Uska. Und da müssen wir dann schauen, wie er Jalma, ob wir Jalma irgendwo finden können. Das ist echt ruhig auf der Insel. Was soll ich davon halten? War da gerade ein Lebenszeichen? Oh Gott. Plötzlich, ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Keine Angst, ich auch nicht. Alles cool. Wir reiten rüber. Epona aus Ocarina of Time konnte das nicht so locker. Nicht so schnell, Plätze. Toter Mann am Boden zählt nicht als Lebenszeichen, um das mal fürs Protokoll festzuhalten. Man hört sogar Geräusche vom Riesen, wenn man genau hinhört. Echt? Langsamer. Oh, wir sind hier. Glaubt ihr, das ist der Riese? Ich glaube, wir haben den Riesen gefunden. Was ist das eigentlich für ein riesiges Schiff hier? Und warum ist da so ein riesiges Schiff? Hier wurden wirklich mal... Doch, tatsächlich, es ist so, wie ich gedacht habe. Hier wurde das Schiff hergebaut und dann sollte es einfach über die Teile quasi rübergeschoben, bis zum Wasser rübergeschoben werden. Ich hatte also tatsächlich recht. Hä? Ich hatte recht. Sehr schön. So, aber wir haben ja ein paar Fußspuren von dem Riesen. Das sind ziemlich große Spuren. Man könnte schon fast sagen, Riesenspuren. Von dem Riesen. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Dümmliches Gesinge, das ist jemand aus Skellige. Nur jemand aus der Gegend würde so dümmliche Lieder singen. Das ist der Riese, nee. Nee, der Riese hätte eine tiefere Stimme. Die letzte Kraft mir entlockt. Habe ich die Armbrust nicht mehr aus? Warum habe ich die Armbrust auch nicht mehr ausgerüstet? Gott, diese beschissenen... die beschissenen... Es ist Zeit, höchste Zeit. Trolle, die mir meine Waffe abgenommen haben. Die haben alles ruiniert. Meine kleine Hütte, dort kenne ich mich auch. Und, komm auch runter, Sirene. So. Ich möchte jetzt zum singenden Mann bitte rüber. Singender Mann! Ich bin Geralt. Ich möchte mit dir gerne reden. Wer ist das? Okto! Okay. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt... Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Okay. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Hm. Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meinen Männern traue ich bis ins Grab.
Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Göttin der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Der Riese fährt los, um die Götter zu erschlagen. Und der Typ hat, okay. Riesen sind nicht so clever, kann das sein? Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Okay. Er hat sie also gegessen. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese würde uns alle umbringen. Wie die anderen. Bei dem Typen war ich ehrlich gesagt noch nie drin. Ich glaube, eigentlich beim letzten Mal, der ist optional, habe ich beim letzten Mal einfach ignoriert. Ich dachte nämlich, glaube ich, dass der Riese da drin war. Was ist das für ein Typ? Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Wilmar! Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Was war das über den einen? Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren? Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilmar? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Nägel und Faden müsste ich doch dabei haben. Seht nur, Leute. Weißhaar ist zurück. Was führt dich zu uns? Oh, ich hab's nicht dabei. Ich sollte jetzt gehen. Ich glaube, ich kann ihm das Zeug eigentlich vorbeibringen, Mast ehrlich gesagt. Mast und Schotbruch. Mast und Schotbruch, mein Guter. Mast und Schotbruch. Gut, machen wir uns auf die Suche nach Hjalmar. Denn das ist immer noch, wofür wir da sind. Oh, ihr fucking Harpien. Ja, halt mir das einfach von den Harpien fern. Wilhelm ist mein Lieblingscharakter. Wilhelm ist ein ziemlich guter. Ich für meinen Teil bin ja noch Teil vom Wilmar-Squad. Aber da erzähle ich euch, denke ich, nichts Neues. Das ist eine sehr populäre Wahl. Die gute alte Wilmar. Kann man nicht viel falsch machen. Da will man immer mehr in der Regel. Okay. Wir suchen die Ruinen. Die müssten sich irgendwo da vorne befinden. Gott, in der Gegend lebt hier halt wirklich absolut niemand. Und irgendwie habe ich übrigens auch das Gefühl zu dem Ganzen da hinten. Was ich vorhin nicht angemerkt habe, aber ich denke, das ergibt sich von selbst. Der Lümmel, der in dem Schiff herumhängt und behauptet, er will das Schiff fertig bauen, der hat es überhaupt nicht gebaut und der hat gar nicht die Fähigkeit, um es weiterzubauen. Oh shit. Kampfspuren. Okay. Was haben wir sonst noch alles?
Der Riese hat sie gejagt. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Kann es sein, dass sich hier überall niemand mehr rumtreibt wegen dem Riesen? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, dass die ganzen Menschen deswegen weg sind, das würde sehr viel Sinn ergeben. Wahrscheinlich ist deswegen Jalma auch hier rüber, um ihn zu besiegen, weil er alle Leute vertrieben hat. Ja, das scheint mir relativ sinnig zu sein. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Okay. Könnte das vielleicht der Mann sein, nach dem wir suchen, unter Umständen? Wäre das eine Möglichkeit? Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Okay, in der Höhle sollten wir soweit vor dem Riesen sicher sein. Hier kommt er nicht rein, dafür ist er zu groß. Sehr schön. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Oh, ich erinnere mich noch an die Stelle. Hätte ich auch relativ große Probleme, weil ich immer noch nicht wusste, wie man Fackeln oder dergleichen ausrüstet und die Höhle stellenweise wirklich, wirklich dunkel ist. Das heißt, das war nicht optimal für mich. So, wenn ich richtig liege, ja, gibt es hier noch mehrere Eingänge für die Höhle. Schauen wir doch mal hier entlang. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht weiterkommen könnten. Ja, das sieht doch ziemlich gut aus. Dann hätte ich noch gerne Fackel. Okay. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wenn es überhaupt richtig ist. Ne, es ist überhaupt nicht richtig. Ich soll herausfinden, was Jalmans Leuten in der Höhle passiert ist. Oh, da geht's runter. Da geht's ziemlich weit runter. Eventuell war das falsch. Ich überlege gerade, ob wir die Quest wirklich noch heute machen wollen. Je mehr ich gerade drüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, dass die Quest eigentlich noch relativ lang ist. Beziehungsweise länger, als mir lieb ist. Oh, ich bin wieder hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich alles heute noch machen will. Ist halt ein bisschen zu lang eigentlich für die spontanen letzten 20 Minuten oder so. Ich glaube, wir werden die nicht heute machen. Ehrlich gesagt. Ich will den Riesen sehen. Hey, wir haben den Riesen schon gesehen. Und woher willst du wissen, dass wir den überhaupt jemals wiedersehen würden? Hör auf, die Harpien anzuvisieren, Geralt. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Oh, was ist denn dein Problem, du Fuckviech? Lass mich in Ruhe. Okay. Hier wurden also die Leute von Hjalmar angegriffen. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Gebrochener Rücken. Als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Sie wurden überrascht, konnten den Angriff aber abwehren. Ich brauche mehr Hinweise. Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Danach kommt nochmal eine Quest, bevor du um Hilfe fragen kannst. Ach ja. Ja, ich dachte mir schon, dass uns da noch ein bisschen was fehlt. Mehrere Personen haben ein Boot in Richtung Norden gezogen. Folgen wir mal der Bootsspur. Folgen wir der Bootsspur. Aber ja, wir werden die Quest heute nicht mehr machen. Es ist noch zu viel Zeugs. Oh, das müssen wir beim nächsten Mal noch machen. Da wollte ich das coole Finale haben, da bräuchten wir mehr Vorbereitungszeit. Ah, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Wie auch immer, folgen wir der Spur. Wir werden wenigstens Teil von der Quest soweit schon mal hinter uns bringen. Und hier ist das Boot. Ich habe das Gefühl, wir haben hier weder Hjalmar noch den Riesen. Oh, da drüben ist was. Hjalmars Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Schauen wir uns hier natürlich noch ein bisschen um. Ah ja, und hier vorne waren wir davor schon.
Genau, hier kommen wir dann zu der Spur. Wie auch immer. Ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal alles. Oh, hab ich wirklich keine Lust darauf. Wie kein Boot eine Spur hinterlassen, das kann doch gar nicht an Land fahren. Ich weiß nicht, es gibt viele verschiedene Boote, die viele verschiedene Vorzüge haben. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war soweit Witcher 3. Die Quest, muss man schauen, wie wir es machen werden. Wäre wahrscheinlich relativ sinnig, wenn ich dafür vielleicht irgendwann mal einen kurzen Langweiler-Stream oder sowas machen würde, bei dem ich die paar Quests hinter mich bringe. Weil ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, mit einem Stream wirklich mich auf das, was uns da hauptquest-technisch bevorsteht, konzentrieren. Aber hier fehlt auch noch ein bisschen was. Das heißt, da werde ich wohl, hier demnächst vielleicht mal den kürzeren Stream machen. Wo wir den paar Quests hier nachgehen, was ganz nett sein könnte. Damit wir uns dann wirklich voll und ganz auf das Spannende wirklich konzentrieren können. Aber gut. Liebe Leute, ich würde sagen, das war soweit dieser liebliche Stream. Vielen Dank fürs dabei sein. Wie fand ihr die Quests? Waren ziemlich cool, oder? Wisst ihr was? Ihr müsst die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß, dass sie ziemlich cool waren. Ich meine, wir haben den kleinen Uma. Wir haben den fast zu den richtigen Menschen gemacht. Zu einem Elfen genau zu sein. Ich schätze, so 1 bis 2 Stunden wird es noch dauern, bis die Hauptquest weitergeht. Ja, das ist die Problematik. Das sollte ich halt wirklich noch davor machen, weil, ja, es kommt bei der Hauptquest noch so cooles Zeug. Das will ich nicht nach dem Langweiler-Zeug dann erst bringen in dem Stream. Aber gut.